Hallo, ich bin der Karl und wir befinden uns wieder am letzten Tag der Highlights im Ausstellungszelt und wir haben hier einen Special Guest und zwar den Jonathan. Warst ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen hier im Ausstellungszelt und dann wollte ich einfach mal fragen, was fandest du denn hier am coolsten? Generell interessiert mich Astrophysik besonders, aber auch Quantenphysik und so. Eigentlich finde ich alles, was mit Physik zusammenhängt, spannend. Was hast du dir bei den Highlights der Physik hier alles schon angeguckt? Also ich habe mir hier im Zelt schon die meisten Stände angeguckt und war auch bei vielen von den Vorträgen hier dabei. Und weißt du denn schon, was du später mal so machen möchtest? Ja, also ich habe vor, Astrophysik zu studieren, aber auch Quantenphysik. Und da fehlt ja noch eine Verbindung von eine theoretische Verbindung von der Physik so, dass man die Astrophysik und die Quantenphysik verbindet. Deswegen, da habe ich vor, dran zu forschen. Boah, krass. Also da hast du dir ja wirklich schon Gedanken gemacht. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz durchs Ausstellungszelt. Moderne Astronomie für die Schule. Oh, ja, du meintest ja gerade eben, dass du Astrophysiker werden möchtest. Kannst du uns vielleicht darüber was erzählen? Also da oben links in der Ecke, das James-Webb-Teleskop, ist aktuell das größte Teleskop, das wir im Weltall haben. Das befindet sich nicht in der Erdumlaufbahn wie das Hubble Space Teleskop, sondern auf so einem speziellen Punkt, sodass das immer einen gleichen Abstand zur Erde hat. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, um das zu erklären. Und das arbeitet nicht im sichtbaren Licht, sondern im infraroten Spektrum. Und dadurch kann man damit neue Bilder machen, so wie man die vorher noch nicht hatte. Und dadurch gibt es neue Erkenntnisse über zum Beispiel den Aufbau von Galaxien. Vorher dachte man immer, dass die Spiralarme viel breiter sind. Jetzt weiß man durch James Webb, dass die deutlich schmaler sind. Also ich habe ja gehört, du hattest letzte Woche Geburtstag und dank der Physik haben wir einen Special Geburtstagskuchen für dich hier. Weißt du denn, warum das schwebt? Also da unten drin sind Elektromagnete und unter dem Kuchen ist eine Aluminiumplatte und durch die Lorentzkraft schwebt das dann. Cool. Dann vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen dich auch nochmal wieder.